Viele der Flüchtlinge kommen aus dem Irak oder Syrien. Erste Fluchtetappe die Türkei, um von dort weiter nach Europa zu kommen. Zum Beispiel vom Badeort Bodrum aus. Wer ist Flüchtling und wer ist Tourist? In Bodrum ist das in diesen Tagen nicht einfach zu erkennen. Denn die Flüchtlinge haben sich extra frische Kleidung gekauft, damit sie von der Polizei nicht erkannt und vertrieben werden. Tausende sind hier und warten auf eine Überfahrt nach Kos, in Sichtweite zum türkischen Badeort Bodrum. Auf ein 5 Meter langes Boot packen sie bis zu 44 Leute. Das letzte Mal, als ich es versucht habe, ist das Boot auf dem Meer gesunken. 1.000 bis 2.000 Euro kostet die Fahrt. Auf der offiziellen Fähre bezahlt man 19. Organisiert werden die illegalen Fahrten durch kriminelle Schleuserbanden. Und nicht selten arbeiten die Schleuser mit Polizei und Küstenwache zusammen. Und dort, wo sich tagsüber Touristen bräunen, ziehen sich die Flüchtlinge schnell Schwimmwesten an. Im Schutz der Dunkelheit vorbei an der Küstenwache geht's Richtung Kos. Wie viele ankommen, ist unklar. Jede Nacht sinken Boote und sterben Menschen. Rund 20 Kilometer sind es von Bodrum aus bis auf die griechische Insel Kos. Auf kleinen Schlauchbooten eine gefährliche Fahrt ins ersehnte Europa. Es ist jeden Morgen das gleiche Bild. Flüchtlingsboote erreichen Kos. Heute sind viele Familien dabei. Für sie vorerst das Ende einer lebensgefährlichen Reise. Wir sind frei. Frei in Europa. Europa frei. Das ist das freie Europa, ein verlassenes Hotel. Die Flüchtlinge haben es selbst zur inoffiziellen Anlaufstelle gemacht. 500 Menschen sind hier auf sich allein gestellt, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Lebensmittel. Ärzte ohne Grenzen, derzeit die einzige Hilfsorganisation auf Kos, hat hier eine Notfallpraxis eingerichtet. Unterstützung durch Politik oder Behörden gibt es noch immer nicht. Wir bitten die Verantwortlichen immer wieder darum, einen eigenen Platz für die Flüchtlinge bereitzustellen. Denn das hier ist nicht akzeptabel. Die einzige Chance, um die Insel zu verlassen, ist, sich registrieren zu lassen und auf Papiere zu hoffen, um aufs griechische Festland weiterreisen zu dürfen. Die meisten der 10.000 Flüchtlinge auf Kos warten inzwischen seit Wochen darauf. Wenn sie erst einmal das griechische Festland erreicht haben, geht es weiter. Immer mehr Flüchtlinge versuchen, auf der sogenannten Balkanroute über Mazedonien und Serbien weiter nach Westeuropa zu kommen. Das Nadelöhr auf der Fluchtroute Richtung EU, der Bahnhof im mazedonischen Grenzort Gefgelia. Hier ringen die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak um jeden Platz, notdürftig mit Wasser und Nahrung versorgt. Ohne medizinische Hilfe wollen sie nur eins, einfach weiter Richtung Norden. Im Mai hatten wir ungefähr 1.000 Migranten am Tag, aber seit der vergangenen Woche kommen über 2.000 Menschen täglich hier durch. Mazedonien, selbst eines der ärmsten Länder auf dem Balkan, hat kapituliert, will die Menschen nur schnell wieder loswerden. Seit Juni dürfen registrierte Flüchtlinge deshalb für 72 Stunden kostenlos die Züge und Busse im ganzen Land nutzen. In Serbien wirkt das Ganze ähnlich chaotisch wie hier vor dem Busbahnhof in Belgrad. Die Flüchtlinge können sich ausruhen und fahren dann meist mit Hilfe von Schleppern weiter Richtung ungarische Grenze. Auch Serbien will, dass sie zügig weiterziehen. Man hat mit über 20% Arbeitslosigkeit genug eigene Probleme. Die größte Hürde auf dem Weg nach Westeuropa wartet an der serbisch-ungarischen Grenze. Ein umstrittener neuer Sperrzaun soll dort den Weg in die EU blockieren. Noch ist er im Bau, soll insgesamt 175 Kilometer lang werden. Denn diese Grenze ist auch EU-Außengrenze. Wer es hierüber schafft, der ist im sogenannten Schengen-Raum, kann ohne weitere Kontrollen in die meisten EU-Staaten reisen. Noch gibt es hunderte Durchlässe, doch bis 31. August soll der Großteil des ersten, niedrigeren Stacheldrahtzauns fertig sein. Ein zweiter, 4 Meter hoher Sperrzaun soll folgen. Ministerpräsident Orbán baut, trotz massiver Kritik aus dem In- und Ausland, einen neuen eisernen Vorhang. Abschreckung und Antrieb zugleich für die Flüchtlinge. Nur wer vor Fertigstellung hier ist, kommt noch ohne größere Probleme nach Österreich oder Deutschland. Auch in Ungarn werden die Flüchtlinge kaum aufgehalten. Wen die Polizei verhaftet, der wird zwar offiziell registriert, kommt aber meist nach ein paar Stunden wieder frei. Der Weg nach Deutschland ist dann offen.